Ich hab Scheiße gebaut. Oh Mann, ich hab Scheiße gebaut. Ihr alle könnt euch bestimmt an das Video erinnern, wo ich euch davon erzählt habe, wie ich gegen einen Boxautomaten geschlagen habe, extrem feste, extrem schräg aufgekommen bin und mir dann den Mittelhandknochen, also quasi die Hand, gebrochen habe. Das Ganze hat sich dann eine Zeit lang gezogen. Ich habe dann eine Schiene angehabt, jetzt sehr viele Wochen, Monate und alles. Und es ging sehr, sehr lang. Lass mich nicht lügen, aber ich habe die Schiene, glaube ich, ungefähr 2 bis 3 Wochen, also 14 bis 21 Tage lang an meinem Arm gehabt, die ganze Zeit 24/7. Und ich dachte mir so, cool, okay, alles wird klappen, ja, der Knochen wird heilen. Eigentlich hätte ich damals schon den Gips bekommen müssen, aber das Problem war, mein Arzt ist in den Urlaub geflogen. Wenn du also einen Gips machst und dein Arzt fliegt in den Urlaub und du hast dann auf einmal Probleme mit dem Gips, irgendwas ist zu eng, irgendwas passt nicht, deine Hand schwillt an, sonstiges, dann musst du ins Krankenhaus. Das heißt, Kopfschmerzen hier und da, das wäre voll das Heckmeck gewesen. Deswegen haben wir uns für die Schiene entschieden. Aber back zum Thema, ich habe, wie gesagt, 14 bis 21 Tage diese Schiene dran gehabt, weggemacht, und normalerweise hätte alles super klappen sollen. Das heißt, dein Arm ist am Anfang noch sehr, sehr schwach, nach so einem Bruch, du hast ja sehr lange auch diese Schiene an, du kannst nichts bewegen, so, das wird erstmal ganz komisch sein am Anfang. Ich habe aber instant gemerkt, so, irgendwas passt nicht. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen bei einigen Bewegungen und das ist komisch. Ich habe dann mit ein paar Physiotherapeuten gesprochen, die meinten alle, ja, das kann sein, so ein Mittelhandknochenbruch, das ist schon sehr, sehr eklig. Das kann bis zu einem Jahr dauern, bis zu einem Jahr, dass das wieder komplett verheilt ist, also dass du alle Bewegungen wieder machen kannst. Und ich dachte mir schon, nein, ich kann ein Jahr jetzt keinen Sport machen, kein Fitness machen, sonstiges, das kann doch nicht sein. Ja, und so schlau wie ich bin, habe ich dann mir gedacht, okay, gut, ich habe Schmerzen. Diese Schmerzen sind bestimmt nur da, weil ich irgendwie noch ein bisschen gelenkiger werden muss. Ich muss ja alles noch ein bisschen irgendwie, bisschen wieder einlockern, Kraft aufbauen. Und dann habe ich angefangen, Dehnübungen zu machen. Ja, also ich habe zum Beispiel meinen Arm abgestützt und immer ein bisschen weiter gedehnt, dass ich die Schmerzen ein bisschen lindern. Und das hat gut geholfen. Die Schmerzen sind weniger geworden und immer weniger geworden. Es war sehr, sehr gut. Aber nicht so, dass die Schmerzen weggegangen sind. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, komm, hey, ich möchte unbedingt wieder Fitness trainieren. Ich liebe es zu trainieren, auch wenn man sieht, ich habe dann doch keine Muskeln. Moment mal, wieso macht ihr jetzt schwarz-weiß und traurige Musik? Hör auf damit! Ich wollte also unbedingt wieder trainieren. Ich habe schon 3, 4 Wochen mindestens Pause machen müssen und dann dachte ich mir, okay, ich wage mich jetzt einfach mal zum Fitnesstraining. Hab angefangen zu trainieren, hab nach 5 Minuten gemerkt, es geht nicht. Ich hatte Schmerzen im Arm, ich konnte nicht drücken, das ganze Handgelenk war immer noch komplett schau, ich hatte keine Kraft, es ging nichts. Dann habe ich nochmal eine Woche lang immer weiter versucht, diese Dehnübungen zu machen, irgendwie wieder reinzukommen, meinen Arm aufzubauen, aber es hat nicht geklappt und letztendlich dachte ich mir, okay, komm, hey, ich gehe einfach nochmal zum Arzt und lass das anschauen, weil vielleicht brauche ich einfach Physiotherapie, vielleicht muss ich wirklich den Arm wieder aufbauen und dann gucken wir mal weiter. Ja. Und dann habe ich einen Arzttermin ausgemacht. Ich gehe also zum Arzt. Der Arzt hat seit Wochen nichts mehr von mir gehört. Wie gesagt, der Bruch wurde danach nochmal geröntgt. Man hat nichts gesehen gehabt. Alles war super toll, ne? Ich sitze also beim Arzt. Ich erzähle ihm, yo, eigentlich ist alles gut. Ich kann alles frei bewegen. Sobald ich aber Druck ausübe, lasst, dann tut's weh. Das geht nicht. Ich kann nicht abknicken, sonstiges. Und er meinte, okay, gut, schauen wir mal, ob vielleicht noch ein kleiner Bestandteil von diesem Bruch ist. Also, dass es nicht zu 100% verheilt ist. Das könnte sein. Wir röntgen das Ganze mal und dann sehen wir weiter. Ich setze mich hin, Arm rein, zack. Arm wird geröntgt, Leute. Ich warte so im Wartezimmer, denke mir so, okay, gut, ey, ich schon in meinem Kopf so ein bisschen so, ja, kann halt sein, Physiotherapie wird jetzt ein bisschen nervig, aber wenigstens wird dann alles gut, alles heilt und sowas. Ich habe schon ein bisschen im Kopf spekuliert, was könnte sein. Der Arm muss ja verheilt sein, so der Bruch kann nicht immer noch sein. Okay, gucken wir mal weiter. Arzt kommt wieder, sagt, okay, Röntgenaufnahme sieht gut aus. Man sieht nichts mehr vom Bruch, es ist alles verheilt. Okay, cool, ich denke mir so, nice, 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 das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Er so, ich würde aber mal, also es gibt ein Medikament, ja, ich zitiere ihn, es gibt ein Medikament, das nimmst du dann ein und dann schließt sich diese kleine Fraktur, also diese kleine Lücke noch, die beim Bruch übrig geblieben ist, die verheilt dann und dann hast du diese Schmerzen auch nicht mehr. Ich so, okay, das wird sein, zu 100%. Aber er meinte auf einmal, okay, ich würde aber auf Nummer sicher gehen und gerne noch ein MRT machen. Für die, die nicht wissen, was ein MRT ist, das ist das, wo du in diese Röhre reingefahren wirst, Alter, mit Platzangst gefühlt und da drin liegst und dann wird halt alles gescannt. Und dann siehst du halt jeden Millimeter, jeden Winkel von deinem Knochen, du siehst halt alles. Ich so, okay, machen wir, kein Problem, ich lege mich rein, ganz entspannt, Alter, da liegst du eine halbe Stunde dann wirklich in der Röhre drinnen, Kopf voraus, lag ich drinnen. Ganz entspannt, Mindset, ganz easy bleiben. So, ich lieg da drinnen, mach den MRT, geh hoch und denk mir so, jetzt schauen wir mal, ob da irgendwie vielleicht noch diese Lücke noch ein bisschen mehr sieht oder sowas. Let's go, Alter. Und ich sitze im Wartezimmer. Und ich sitze weiter im Wartezimmer. Und ich sitze noch länger im Wartezimmer. Und ich warte eine halbe Stunde im Wartezimmer. Und ich denke mir so, wieso dauert das so lange? Der war direkt neben mir. Ich war quasi der letzte Typ, der noch da war. Und irgendwie ist der Arzt nicht gekommen. Zack, bis auf einmal die Tür aufging. Und ich mir dachte, okay, jetzt kommt's. Und ich sehe er in seinem Blick, er so, ich so, was, Also, jetzt bin ich sprachlos und ich denke mir nur, nein, was kommt jetzt, Bro? Was um alles in der Welt kommt jetzt? Er ist sprachlos, das ist nicht gut. Sprachlos ist nie ein gutes Zeichen. Er sagt zu mir, sowas habe ich noch nie erlebt. Der Knochen ist an einer anderen Stelle gebrochen.
Bitte was? Der Knochen, Leute. Ich habe mir den Knochen, also den Knochen hier, den, habe ich mir in der Mitte durchgebrochen. Er ist zugeheilt und jetzt unten einfach nochmal gebrochen. Ich habe mir den gleichen Knochen zweimal an verschiedener Stelle gebrochen. Und ich weiß nicht wann. Ich sitze beim Arzt, der fragt mich so, hast du irgendwas gemacht? Ich so, nein, ich habe nichts gemacht. Ich würde ja merken, wenn ich mir was breche. Beim ersten Mal habe ich es ja auch gemerkt. Der so, hä? Ich auch so, hä? Der zeigt mir so die MRT-Aufnahmen. Wie gesagt, du siehst unten komplett abgebrochen. So ein ganzes Stück vom Knochen einfach weggebrochen. Ich so, WTF, es ist nichts angeschwollen, Leute. Bei mir war nicht der Arm blau. Bei mir ist nichts irgendwie dick geworden. Ich saß dran und habe die Welt nicht gecheckt. Ich habe es geschafft, mir nicht nur denselben Knochen zweimal hintereinander zu brechen, sondern weiß nicht mal, wann ich das zweite Mal ihn gebrochen habe. Leute, ich weiß es nicht. Es kann beim Fitness gewesen sein. Es kann einfach so, wo ich die Schiene getragen habe, gewesen sein. Es kann direkt am Anfang nach der Verletzung. Ich weiß nicht, wann ich ihn gebrochen habe. Beim ersten MRT, also wo wir den ersten Bruch gesehen haben, war da nichts. Also es konnte auch nichts übersehen werden. Es war da nichts. Es war nichts, wo ich die erste Schiene dran bekommen habe. Ja, und jetzt sitze ich hier, Leute. Und verdammt nochmal, Arschgeil, nochmal hab einen Gips, Mann. Gips, wie geht's dir? Danke, dass du da bist, Bro. Das schafft, also wirklich, ich habe irgendwo Scheiße gebaut und ich weiß nicht wann. Ich habe es einfach geschafft, mir den Knochen zweimal zu brechen und ich hatte keine Schmerzen beim zweiten Mal. Wieso? Ich verstehe es nicht. Wie kann man sich einen Knochen brechen und es nicht merken? Was ist falsch mit mir? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich verstehe es nicht. Aber Ladies and Gentlemen, ja, das ist die superklasse, tollpatschige Marki-Story. Das ist mein Leben. Ihr kennt mich. So bin ich. Jetzt muss ich halt hier erstmal 2-3 Wochen diesen Gips dran haben. Wird sehr, sehr geil, weil das Problem ist, ich kann nicht live streamen. Also die, die es nicht wissen, ich streame immer auf Twitch und sowas. Ich kann keine Videos großartig schneiden. Ich kann nicht zocken. Ich kann sehr, sehr viel, was hier die Arbeit betrifft, nicht so gut machen. Das heißt, ich gebe mein Bestes, aber es kann auch sein, dass ein bisschen weniger Videos auf den anderen Kanälen kommen. Ihr wisst, ich habe 5 YouTube-Kanäle mittlerweile. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das ganze Problem lösen, ne? Ja, ich, High Five. Gib mir bitte ein High Five, Alter. Aber schlag nicht zu fest ein, okay? Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe, Leute, aber ich wollte es euch einfach erzählen, falls ihr auch die nächsten Videos in den Gips seht, dass ihr einfach wisst, was passiert ist und nicht sagt, hey, Marki, was los oder sowas. Das ist die Story dahinter. Mir geht's ansonsten gut. Und ja, das ist mein erster Bruch. Also, der andere war schon mein erster Bruch, aber das ist jetzt mein erster Bruch mit Gips. Das hatte ich davor noch nie. Leute, ich würde einfach sagen, wir beenden das Video hier. Lasst ein Like dafür, meine komplette Dummheit. Ey, mich würde sehr, sehr freuen. Schaffen wir für meine Dummheit 1000 Likes, Alter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Hoffentlich bei einem neuen Video oder übermorgen. Ich weiß noch nicht, wann ich es wieder hinbekomme. Ja, Leute, passt auf euch auf. Seid nicht so dumm wie ich, Alter. Seid einfach bitte nicht so dumm wie ich.